Hallo sehr geehrte Abonnenten und Zuschauer. In der letzten Folge habe ich über drei verstörende Cartoons gesprochen, die irgendwie nicht für die Kinder gemacht sind. Heute möchte ich aber Ihnen drei Cartoons zeigen, zu denen einige interessante Theorien entstanden. Bedenkt bitte dabei, dass es sich lediglich dabei nur um Theorien geht, also nehmt sie nicht so ernsthaft. Wobei, die letzte Theorie ist irgendwie schon glaubhaft. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, lasst uns anfangen. Laut dieser Theorie leidet unser guter Freund Donald Duck unter einem Kriegstrauma wegen dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Kriegszeiten hat er gegen die Japaner gekämpft und das hat ihm den Verstand geraubt, sodass er nach dem Krieg aggressiver wurde. Einmal hat er seinen Neffen die Schuld gegeben, dass sie angeblich sein ganzes Essen im Kühlschrank aufgegessen haben. Tick, Trick und Track dachten, er ist ein Schlafwandler und wollten an ihm einen kleinen Prank machen. Daraufhin haben sie ihn mit Böllern aufgeweckt, was eine ziemlich schlechte Idee war. Daraufhin begann er zu denken, dass er von den Japanern angegriffen wird und beginnt die Neffen dann mit verschiedenen Werkzeugen anzugreifen. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurden die amerikanischen britischen Soldaten von den Deutschen als Tommy bezeichnet und die Deutschen wurden daraufhin als Jerry bezeichnet. Die Theorie trifft dabei den Kritikpunkt, da Jerry der Gute ist und er dabei versucht, die bösartigen Fallen von Tom auszuweichen und sich in die Sicherheit zu bringen. Übrigens, im Jahre 2006 wurde Tom und Jerry in Iran verboten. Laut den Worten einer Kinoindustrie von Iran wurde dieser Zeichentrickfilm von jüdischen Hollywood-Produzenten gemacht, damit das Verhältnis mit den Mäusen sich auf der Welt ändert, da die Nazis die Juden auch ab und zu mal als Mäuse bezeichnet haben. Ich muss zugeben, diese Theorie hat mir etwas Gänsehaut eingejagt. Der berühmte Anime Mein Nachbar Totoro beinhaltet eine sehr gruselige Theorie. Der Anime soll auf den Sayama-Inzident basieren. Im Jahre 1963, am 1. Mai, in der japanischen Stadt Sayama, wurde ein Mädchen auf ihrem Weg nach Hause entführt und am 4. Mai wurde die Leiche des Mädchens unter der Erde auf einer Farm entdeckt. Nachdem die Schwester des toten Mädchens die Leiche gesehen hat, fiel sie in eine starke Depression und sagte immer, dass sie ein Fabelwesen namens Tanuki gesehen hat, die in Japan sehr berühmt ist. Später hat die Schwester des toten Mädchens Suizid begangen. Es gibt Stellen im Anime, die für diese Theorie sprechen. Zum Beispiel in einer Szene macht die Oma eine Kiste mit Tellern und Tassen auf, und hinter ihr befindet sich noch eine Kiste mit japanischen Schriftzeichen drauf, die übersetzt Sayamischer Tee bedeuten. Das Krankenhaus im Anime befindet sich auch in Sayama. Da der Mord aber im Mai stattfand, wird das auch im Anime behandelt. Die junge Schwester im Anime heißt Mei, was im Englischen für Mai steht. Die ältere Schwester heißt Satsuki, übersetzt 5. Monat. Als Mei jedoch verschwindet, trifft Satsuki auf Totoro, da es der gute Geist des Todes bezeichnet wird. Der Tunnel, durch den sie geht, stellt symbolisch eine Verbindung zwischen Leben und Tod. Als Mei jedoch gefunden wird, sitzt sie nahe der 6 Buddha-Statuen. In Japan gibt es einen Glaube, dass man nach dem Tod zu einer Buddha wird. Jedoch sind dort 6 Buddhas, also ist Mei die 7. Ich würde mich gerne über eure Kommentare über diese Theorien freuen. Schreibt mir gerne eure Meinung über die Donald Duck, Tom und Jerry und Totoro-Theorie rein. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bleibt dran und schönen Tag noch, Leute.